Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung gemeinsam mit dem Stiftungszentrum. Mein Name ist Felicitas von Peter. Ich bin Gründerin von Active Philanthropy und wir sind eine gemeinnützige Organisation in Berlin, die Stifterinnen und Spendern hilft, gegen die Klimakrise anzugehen, und freuen uns besonders, dass wir diese Serie von Veranstaltungen zusammen mit dem Deutschen Stiftungszentrum machen können, bei dem ich auch im Beirat sitzen darf, und dass Herr Steinsdorfer nun schon zum wiederholten Mal mit uns spannende Gäste begrüßt und begleitet. Wir wollen heute in der nächsten Stunde mit Eckhard von Hirschhausen über das Thema Gesundheit und Klima reden. Was sind die Anknüpfungspunkte zwischen Gesundheit und Klima? Und freuen uns ganz besonders, dass wir nicht nur einen Meister des Wortes, sondern auch der Tat mit an Bord haben, denn Eckhard hat gerade auch ein neues Buch geschrieben und ist seit Jahren auf vielen verschiedenen Plattformen unterwegs, um für ein anderes Bewusstsein zum Thema Klimawandel zu bewegen. Und insofern vielen Dank, dass wir das heute mit dir machen können. Ich erkläre auch gleich, warum ich mit Herrn von Hirschhausen per Du bin. Wir sind nämlich verwandt bzw. Angeheiratet, was er wahrscheinlich auch gleich sagen wird. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir das heute auch gemeinsam machen können. Herr Steinsdorfer, wollen Sie auch noch kurz begrüßen im Namen des DSZ? Sehr gerne. Auch meinerseits ein herzliches Dankeschön an Felicitas von Peter und Eckhard von Hirschhausen, die diese Veranstaltungsreihe bzw. diesen Part ermöglicht haben. Mein Name ist Erich Steinsdorfer, bin Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsleitung des Deutschen Stiftungszentrums, einer Einrichtung des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Ich sehe unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einige, die aus den von uns im Hause betreuten Stiftungen kommen. Der häufigste Stiftungszweck, den wir im Deutschen Stiftungszentrum betreuen, ist der Bereich Wissenschaft und Forschung. Eine große Anzahl engagiert sich hier gerade im Bereich Medizin und Gesundheit. Und Sie sehen mich hier in einem Kellerbüro sitzen. Das ist aus präventiven, gesundheitspräventiven Gründen, um den Corona-Anforderungen, Empfehlungen auch Folge zu leisten, im Homeoffice zu bleiben. Das gilt mehr denn je. Wir haben es gestern wiederum erfahren. Und auch ein großer Teil unserer Kolleginnen und Kollegen befindet sich dort. Also Corona-Pandemie ist aus unserem Alltag im Moment nicht wegzudenken und dominiert auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Und ein wenig aus dem Blick geraten, nicht ganz, ist die andere große Krise, die es Herr Steinsdorfer, Ihr Mikro ist gerade weg, wenn Sie uns hören. Man kann Sie gerade nicht hören. Gesundheitsvorsorge und einer klimaorientierten Handlungsweise. Damit möchte ich das für jetzt bewenden lassen. Ich wünsche eine sehr interessante und impulsgebende Diskussion. Damit darf ich weitergeben an Herrn von Hirschhausen. Viel Erfolg bei dieser Veranstaltung und nochmal herzlichen Dank. Super. Während Eckhard online geht, noch eine kurzer redaktioneller Hinweis. Herr von Hirschhausen wird jetzt einen kurzen Input geben und danach werden wir Sie alle upgraden zu Panelisten. Das heißt, Sie könnten dann auch mitdiskutieren. Wer nicht mit Bild erscheinen will, soll einfach seine Kamera ausschalten, kann sich auch umbenennen. Ich glaube, nach 10 Monaten im Lockdown wissen wir alle, wie das geht. Aber jetzt erstmal, Eckhard, zu dir und deinem Eingangsstatement. Ja, liebe Felicitas, lieber Erich Steinsdorfer, liebe Teilnehmer, toll, dass wir über ein Thema sprechen können, was, wie Sie eben auch schon erwähnten, unter Corona-Gesichtspunkten ein wenig in das Hintertreffen gerät. Und deswegen
würde ich gerne in der kommenden Stunde mit Ihnen zusammen überlegen, wie kriegen wir etwas von dieser Aufmerksamkeit, die die Pandemie gerade kriegt, wieder dahin, wo sie hingehört, nämlich auf gesunde Erde, gesunde Menschen, auf die Triple Crisis, wie die Fachleute es nennen, das nämlich die Pandemie, die Arten, die Zerstörung der Artenvielfalt und eben auch die Überhitzung des Planeten zusammengehören, ganz eng. Und ich wundere mich immer, wenn wir überlegen, wie viele Sondersendungen es zu Corona gab und wie viel in den Zeitungen und überall davon die Rede war, dass diese Aspekte praktisch echt untergegangen sind. Und zum einen, wenn Sie fragen, was hat das denn tatsächlich miteinander zu tun, kam Corona nicht aus Zufall oder aus dem Himmel zu uns, sondern es kam vom Wildtiermarkt. Ich habe mit dem Minister Müller vom BMZ, die sehr, sehr an diesem One Health-Konzept arbeiten, eine Veranstaltung über End the Trade gemacht, über das Ende des Wildtierhandels. Es gibt jetzt eine tolle neue Initiative, Landscape Legacies, wo Stifter große Teile sozusagen von schützenswerten, speziell artenreichen Gebieten auch mit BMZ, mit internationalen Stiftungen zusammen unter Naturschutz stellen. Also da tut sich gerade unglaublich viel, auch angeregt durch diese Zwangspause mit der Pandemie und der großen Frage, wie wollen wir leben? Und ich weiß, dass jetzt ganz viele zuhören und denken, Mensch, ja stimmt, das Thema ist echt, das ist bedrohlich, das geht mich und die Kinder und auch alle, die hinter der Stiftung stecken, an. Aber bei uns steht es eben nicht in der Satzung und deswegen ist es doch nicht unser Thema. Und deswegen für alle, die das noch nicht kennen, sollten auf alle Fälle Sie, wenn Sie es noch nicht gelesen haben, dieses wunderbare Klimawandel, wie jede Stiftung Teil der Lösung wird, dieses Handbuch in die Hand nehmen. Das gibt es auch online, ist alles kostenfrei, von Felicitas mit tollen Beispielen, mit ganz, ganz praktischen Querverbindungen. Aber weil mich auch viele Fragen vorab schon erreicht haben, werden wir auch nach einer guten Viertelstunde in die Diskussion kommen. Nur um Ihnen eine Idee zu geben, wie komplex das Ganze ist, eine Frage, die von Thorsten Zuberbier, Leiter des Bereichs Allergologie der Klinik für Dermatologie, Allergologie an der Charité, Universitätsmedizin in Berlin kommt. Inwieweit werden die Bedürfnisse gegenüber Allergikern bei der Aufforstung berücksichtigt? Da denken Sie, what? Was hat das denn bitte miteinander zu tun? Tatsächlich nehmen Allergien als eine gesundheitliche Folge des Klimawandels enorm zu. Vielleicht sind Sie auch betroffen oder kennen welche, die betroffen sind. Und Ironie der Geschichte, viele Menschen sind gegen Birkenpollen allergisch und dann werden in Berlin Stadtbäume gepflanzt und die sind hochallergen. Also das ist ein gutes Beispiel, Herr Zuberbier, wie wenig Vernetzung eben zwischen den Silos stattfindet, zwischen Stadtplanung. Die Städte sind 10 Grad heißer als die Umgebung im Sommer. Wir bauen immer noch Paläste mit Glas, wir bauen Krankenhäuser, wir haben Altenheime, die praktisch völlig ohne Klimaanlage sind. Das heißt, da kommen Umwälzungen auf uns als Gesellschaft zu, die noch keiner so richtig auf dem Schirm hat. Und natürlich, ich bin ein großer Fan von Paul Watzlawick, if something doesn't work, do something different. Also wenn etwas über 30 Jahre bekannt ist und nicht so richtig dazu verlockt, aktiv zu werden, muss man sich fragen, was ist eigentlich in der Kommunikation schiefgegangen? Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, beschäftige ich mich gerade viel mit dem Thema Impfen und Corona. Und auch da ist es nicht eine Frage von Fakten, sondern eine Frage von Kommunikation und Psychologie. Und deswegen werde ich mich in meinem Eingangsstatement auch maßgeblich damit beschäftigen, wie kriegen wir eine andere Story, wie kriegen wir das andere Narrativ hin? Und mein Angebot an Sie ist, deswegen auch sehr ein bisschen provokante Titel, wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns, sehr viel näher als die Eisbären, näher als der Meeresspiegel, näher als der CO2-Gehalt der Atmosphäre ist uns immer unser Körper, unsere Seele, unsere mentale und körperliche Gesundheit. Und darüber möchte ich jetzt sprechen und habe Ihnen ein paar Bilder vorbereitet dafür, die mich beginnen lassen mit der großen Frage, was habe ich denn mit diesem Thema zu tun? Ich glaube, jeder Mensch braucht so ein Aha-Erlebnis, braucht ein emotionales Aufwachen, ein kurzer Moment, wo ihm die Bedrohlichkeit der Situation klar wird. Und bei mir war das konkret die Begegnung mit Jane Goodall. Jane Goodall ist weltberühmt geworden in jungen Jahren als Schimpansenforscherin. Dabei ist sie so viel mehr als eine Schimpansenforscherin. Sie ist wahrscheinlich eine der wichtigsten und bekanntesten Umweltaktivistinnen der Welt, ist mit 85 Jahren immer noch unermüdlich unterwegs. Und ich durfte sie interviewen. Ich habe für den Stern eine eigene Zeitschrift, Hirschhausens Gesund Leben. Und normalerweise interviewt ja der Journalist die Prominenten. Und diesmal war es umgekehrt. Jane
guckte mich an und stellte mir sehr direkt eine Frage. Sie sagte nämlich, wenn der Mensch so intelligent ist, wie er mal sagt, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Puh, das war eine Hammerfrage, eine wichtige Frage, eine große Frage. Und wenn ich auf der Bühne Kabarett mache und ein bisschen angewärmteres Publikum vor mir habe als jetzt bei einer Zoom-Konferenz, dann spitze ich das manchmal provokativ zu, sage Hand hoch, wer von euch kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer? Entschuldigen Sie den drastischen Ausdruck, aber es ist wirklich so absurd, was wir gerade tun, dass ich diesen Vergleich bewusst wähle. Denn keiner macht das. Und warum nicht? Weil uns unser Wohnzimmer heilig ist. Und deswegen ist eine ganz, ganz spannende Frage, nach welchen Werten ticken Sie, nach welchen Werten ticken Ihre Stiftungen, was ist Ihnen selber heilig? Und darüber werden wir auch nachher sprechen. Was hat mir Jane noch verraten, dass wir Menschen einzigartig sind? Sie zeigte mir Begrüßungsrituale. Wussten Sie, dass der Mensch das einzige Wesen auf diesem Planeten ist, was Verabschiedungsrituale hat? Keine andere Spezies macht irgendeinen Aufwand, um sich zu verabschieden. Und woran liegt das? Dass wir Menschen die Einzigen sind, die eine Idee von Zukunft haben. Dass wir die Einzigen sind, die uns vorstellen, ja, wir werden uns irgendwann mal wiedersehen. Und deswegen begrüßen wir uns nicht nur, sondern wir verabschieden uns. Und das war auch so ein Aha-Moment, wo ich dachte, stimmt, das Klima, die Erde, der Erde ist es wurscht, ob es uns Menschen gibt. Wir waren in den 5 Milliarden Jahren kaum da. Und ob wir wieder verschwinden, ist der Erde egal. Wir müssen auch nicht das Klima retten. Was ist das Klima? Es ist ein meteorologisches Mittel über 30 Jahre. Wenn wir nicht kapieren, dass wir die Einzigen sind, die erstens diese Erhitzung erzeugt haben und zweitens diejenigen sind, die am meisten darunter leiden und die drittens die Einzigen sind, die daran etwas ändern können, werden wir nichts ändern. Und deswegen war das so wichtig. Und wenn Sie jetzt zu Hause im Homeoffice sitzen, dann sind Sie ja schon im Wohnzimmer sozusagen. Und da würde ich Sie bitten, einmal in Gedanken das Fenster zu öffnen oder die Tür und ihr Herz. Und ich glaube, uns allen ist dann bewusst, dass das hier, die Erde, unser aller Wohnzimmer ist. Ich habe auch hier eine Erde, die so schwebt in einem Magnetfeld, um uns daran zu erinnern, dass der große Aha-Moment für uns global in den 60er Jahren der Moment war, wo das erste Mal ein Foto gemacht werden konnte aus dem Weltall zurück auf unsere Erde. Und warum war das so wichtig? Das war wichtiger als alle Teflonpfannen und Gesteinsbrocken zusammen. Es war wichtig, weil wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit kapiert haben, was wir für ein Glück haben, auf dem blauen Planeten zu leben. Und wenn man von außen guckt, wird einem auch eine andere Täuschung unserer Sinne klar, nämlich wenn wir in den Himmel gucken, denken wir immer, da ist unendlich viel Platz. Von außen betrachtet ist die Erde gesegnet mit einer hauchdünnen Atmosphäre. Mit einer Atmosphäre, die den Riesenunterschied macht zwischen Leben und Tod, zwischen unmenschlicher Kälte im Weltall und eben den Möglichkeiten, mit Wasser, mit Sauerstoff, mit Essen und Trinken hier das Paradies auf Erden zu haben. Und das zerstören wir gerade. Und wir sind von unserer evolutionären Sinnesausstattung eben nicht besonders gut darin, diese globalen Zusammenhänge zu begreifen. Deswegen braucht es Wissenschaft. Der Klimawandel ist die größte Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts. Da ist die Wissenschaft sich völlig einig. Und was mich als Arzt insbesondere daran interessiert ist, dass die Lösung davon nicht aus dem Gesundheitswesen selber kommen kann. Es wird keine Pille gegen Hitze geben. Wir sind biologische Wesen, wir haben eine physiologische Grenze bei 42 Grad. Mehr verträgt kein Säugetier, Menschen sind auch Säugetiere. Deswegen braucht es politische Prävention, es braucht Planetary Health. Der Begriff One Health oder Planetary Health ist im Deutschen noch wenig etabliert. Deswegen habe ich meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen genannt, weil es der direkteste und augenscheinlichste Spot-on-Ausdruck dafür ist, dass wir eben diese Dreiklang brauchen von Natur, von Tierreich und eben von uns Menschen. Die WHO benennt die großen Gesundheitsgefahren und alle großen Gesundheitsgefahren haben direkt oder indirekt mit Klimakrise, mit Tierhaltung, mit Lebensraumverlust zu tun und allen voran natürlich auch die Corona-Krise. Ich bin nicht nur Arzt, ich bin auch Wissenschaftsjournalist. Und wenn ich zurückgucke, wer sich alles an diesem Thema schon bemüht hat, Heumer von Ditfurth oder auch Ernst-Ulrich Weizsäcker mit dem Club of Rome, den Grenzen des Wachstums, James Hansen in den USA, es fehlte nicht an warnenden Stimmen und die haben alle recht behalten. Deswegen ist dieser Satz sehr wichtig. Research shows that showing people research doesn't work. Wir leben immer noch in der Idee,
von Informationsdefizit, so als wenn man nur lange genug den Menschen Informationen zur Verfügung stellen müsste und dann plötzlich wären wir alle vernünftig. Und das ist unvernünftig, das weiter zu glauben, denn es ist längst widerlegt. Menschen reagieren eben nicht so besonders vernünftig. Deswegen ein kleines anekdotisches Beispiel habe ich ja damals, als die Fridays for Future angegriffen wurden, dass sie von der Wissenschaft dahinter nichts verstehen, zusammen mit 26.000 anderen Wissenschaftlern Scientists for Future Aufruf gestartet. Das war bei der Bundespressekonferenz, aber richtig bekannt wurde es erst durch Rezo. Also auch hier, die Wissenschaftswelt hat eine Art zu kommunizieren, was dann ankommt bei 20 Millionen Leuten und auch bei meinem Video mit MyLab auch wieder 2 Millionen Menschen. Das sind inzwischen ganz, ganz andere Geschwindigkeiten, andere Kanäle. Was auch ein wirklich drängendes Problem ist, ist, dass wir gerade in einer Zeit leben. Heute ist Bidens Amtseinführung. Wir hoffen sehr, dass sich vieles ändert, aber es brechen gerade viele internationale Institutionen auseinander. Nationalismus, Rechtspopulismus, antidemokratische Bewegungen machen in der Welt große Fortschritte leider. Und deswegen ist die Klimakrise eben auch so wichtig als Ungerechtigkeitskrise zu begreifen, dass die Menschen, die am häufigsten und am schwersten darunter leiden, heute schon nicht die sind, die sie verursachen. Globale Gesundheit ist ein Thema, was lange Zeit für uns hieß, Gott sei Dank hat das nichts mit Deutschland zu tun. Und genauso wie bei Corona können wir lernen, dass ein Erreger, der irgendwo in der Welt auftaucht, zack, innerhalb von wenigen Stunden, Flugstunden auch bei uns auftauchen kann und wird. Und deswegen ist, glaube ich, auch ein neues Bewusstsein auch für deutsche Stiftungen, dass wir unsere Scheuklappen sozusagen auf Förderung nur in Deutschland öffnen müssen und begreifen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen und es gibt vor allen Dingen auch keine Gesundheit für uns und auch keine höheren Zwecke, wenn die Basis nicht stimmt. Beispiel. 2018 sind 20.000 Menschen, 800 alleine in Berlin und Brandenburg, in Deutschland an Hitzewellen gestorben. Wir denken bei Extremwettern immer an vom Blitz getroffen werden. Viel häufiger sterben Menschen an Hitze. Wir sind das Land Nummer 3 nach China und Indien mit den meisten Hitzetoten weltweit. Das wissen kaum Menschen. Wir lieben den deutschen Wald. Der ist auch vielen heilig. Und wenn der brennt, ist das ganze CO2, was die Pflanzen mühselig gebunden haben, zack, wieder im Himmel. Und der Rauch von den brandenburgischen Wäldern erreicht ja auch Berlin. Und Feinstaub ist übrigens der Killer Nummer 1. 8 Millionen Menschen auf der ganzen Welt jedes Jahr durch Luftverschmutzung vorzeitig einem Tod ausgeliefert. Haben deswegen jemals über einen Lockdown nachgedacht? Also irgendwie stimmen die Prioritäten nicht. Kollege Zuberbier hat es ja schon erwähnt, Allergien nehmen brutal zu. Das hat was mit Blühzeiten zu tun, die sich ausdehnen. Das hat was mit invasiven Arten zu tun, wie Ambrosia, mit neuen Bedrohungen, zum Beispiel auch durch Eichenprozessionen, Springern. Ich bade gerne. Ich bin Berliner. In die Seen zu springen, ist für mich Teil der Lebensqualität. Und plötzlich auch an der Ostsee muss man überlegen, ist das überhaupt gesund, schwimmen zu gehen? So krank ist diese Welt geworden, auch zum Beispiel durch Cyanobakterien. Was auch viele nicht wissen, ist, dass nicht nur Corona uns bedroht, sondern Malaria, Denguefieber, Westnivirus, Chikungunya. Warum? Weil inzwischen Mücken, die mit einem Flugzeug nach Deutschland kommen, nicht mehr am nächsten Abend sterben, weil es hier zu kalt ist, sondern weil die Temperaturen steigen, haben wir die Voraussetzung geschafft für Tropenkrankheiten mitten in Deutschland, mitten in Europa. Kennen Sie schon das Wort Solastalgie? Das ist zusammengesetzt aus dem Wort für Trost und dem Schmerz. Und es beschreibt einen ganz unterschätzten Aspekt der Klimazerstörung und der Naturzerstörung, nämlich dass wir gar nicht merken, wie wütend und traurig es uns macht, wenn wir die Welt, mit der wir aufgewachsen sind, plötzlich nicht mehr wiedererkennen und auch wissen, sie kommt nicht mehr wieder. Während gerade Herr Laschet auf dem Weg zur Kanzlerkandidatur ist, werden in NRW Bagger bezahlt von RWE, um weiter Kohleabbau zu ermöglichen, was wir definitiv nicht brauchen, was rein wirtschaftliche Gründe hat, was ein Verbrechen ist an allen, die das im Moment einatmen und auch in Zukunft die Erderwärmung durch CO2-Abgase aus fossiler Energie weiter befeuern. Und wenn man einmal in Aachen an dieser Autobahn langfährt und einmal diese Brachen sieht, die die Kohleabbau hinterlässt, dann kriegt man die Idee, was Solastalgie bedeutet. Bis hin zu den ganzen Ewigkeitsschäden. Oder wenn man sich einmal anschaut, wie viele Weihnachtslieder, Weihnachten ist ja jetzt noch nicht so lange zurück, damit zu tun haben, dass es Schneeflöckchen gibt und dass im Frühling die vielen verschiedenen Vogelarten wieder da sind und, und. All das zerstören wir gerade.
Und deswegen ist das Thema auch nichts, was irgendwie in eine linke Ökospinne-Ecke gehört, wo es lange war, sondern auch konservative Menschen sollten sich für das Konservieren, für das Bewahren der Schöpfung massiver und deutlicher in der Öffentlichkeit einsetzen. Das macht Angst, was ich Ihnen erzähle. Und das macht mir auch Angst. Und ich habe auch nicht die tolle, alluniversale Lösung. Das hat keiner. Aber erstmal anzuerkennen, dass wir ganz viele psychologische Mechanismen haben, uns davon zu distanzieren, zu sagen, ach, so schlimm ist es nicht und es passiert nicht in Deutschland, es passiert woanders, es passiert nicht jetzt, irgendwann. Wir haben unglaublich feine Abwehrstrategien und die zu verstehen, ist ganz wichtig, um ins Handeln zu kommen. Harald Lesch, den ich sehr schätze, mit dem ich befreundet bin, hat mir dieses Foto geschenkt. Wir spielen weiter Golf, obwohl die Welt brennt. Und das ist ein Originalfoto von einem amerikanischen Golfclub und die waren noch stolz, dass sie erstmal die Runde zu Ende spielen. Und auf eine Art und Weise sind wir alle so. Und deswegen sage ich auch, bitte keine Panik, aber oberste Priorität für dieses Thema. Als Arzt würde ich auch sagen, erst die Diagnose, dann die Therapie. Und das ist auch eine Idee von gesunde Erde, gesunde Menschen und auch ein Appell an Sie. Wie viele Menschen haben sich noch überhaupt nicht zu diesem Thema positioniert? Wie leicht machen wir es damit, Klimaleugnern und auch Zweiflern und Unentschiedenen zu denken, ach, so wichtig ist das nicht. Warum erst die Diagnose? Erst wenn man weiß, dass wir wirklich nur noch wenige Jahre haben, um überhaupt das Budget für die 1,5 Grad einzuhalten und dann ein Punkt kommt, wo wir innerhalb der nächsten 10 Jahre darüber entscheiden, wie die nächsten 10.000 Jahre laufen, dann ist einem klar, warum wir so wenig Zeit mehr zu verlieren haben. Und deswegen machten wir es nicht so kompliziert. Die Klimakrise ist echt. Es sind wir Menschen. Wir können etwas ändern. Experten sind sich einig. Und es gibt Hoffnung, wenn wir jetzt ins Tun kommen. Natur aus Sicht des Menschen, Natur aus Sicht der Natur, wir sind Teil davon. Wir sollten auch stärker auf unsere Wortwahl achten. Wir haben keine Umwelt, wir haben eine Mitwelt. Und wir brauchen auch einfache Erklärer, die diese komplexen Zusammenhänge runterbrechen, wenn sie sich einlesen wollen in diese Thematik. Das Buch Kleine Gase, große Wirkung von zwei BWL-Studierenden, zusammengestellt mit Expertenrat, ist super. Wenn Sie sich für das Thema Psychologie der Klimakommunikation weiter interessieren, es gibt die Mercator-Stiftung, die sehr, sehr viel macht. Dort hatte ich auch schon mehrere Veranstaltungen, die finanzieren klimafakten.de, die Seite. Und dort gibt es dieses psychologisch exzellente Handbuch auch kostenlos zum Reinschauen. Climate Outreach von George Marshall empfehle ich auch als Quelle. Warum? Weil der sich sehr, sehr viel darüber Gedanken macht, wie man auch konservative Kreise für das Thema erreicht. Und auch dazu gibt es spannende Forschung mit Fokusgruppen auch in Deutschland. Und diese Links schicke ich Ihnen gerne zu, wenn Sie das interessiert. George hat mir auch gesagt, nie wieder Eisbären aufs Cover, sondern zeig Menschen, die was verändern und nicht Bilder, die Ohnmacht auslösen. Wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich mit Ihnen gerne ein Experiment machen, wie man unterschiedliche Gespräche dazu führt. Das mache ich auch bei meinen Vorlesungen für Health for Future für die nächsten Studierendengenerationen. Aber anknüpfend an die Idee, dass Stiftungen ja auch auf Werten basieren und dass die Ideen von oft wohlhabenden Menschen der Welt etwas zurückzugeben und in die Ewigkeit sozusagen zu geben, die lohnt sich nachher in der Diskussion mal abzuklopfen, welche Werte stecken hinter Ihrem Engagement, hinter Ihrer Stiftung. Denn das Wort Umwelt ist natürlich in Stiftungen, die vor den 80er Jahren entstanden sind, nicht in der Satzung. Aber im Kern geht es oft um Gesundheit, um Glauben, um Heimat, um Gerechtigkeit, Teilhabe, Demokratie, Verständnis, um Unabhängigkeit. Wem ist nicht Familie und Kinder wichtig oder heilig? Alle wollen, dass es der nächsten Generation nicht schlechter geht. Das hat auch in Wirtschaftswunder Deutschland über 50 Jahre super funktioniert, aber im Moment kippt das. Und so wie wir unsere Eltern und Großeltern gefragt haben, wie war die Nazi-Zeit, warum habt ihr nichts getan, werden wir uns vor unseren Kindern und Enkeln rechtfertigen müssen, was habt ihr 2021 eigentlich gemacht, was war euch wichtig? Und deswegen auch da gibt es wirklich einen emotionalen Ansporn zu sagen, ich möchte dann gute Antworten haben. Klima ist wie Bier, warm ist scheiße, so kann man es auch erklären. Wir brauchen auch Humor in dieser Debatte und deswegen eine meiner Lieblingsseiten, Cranky Uncle, da werden typische Vorurteile von Klimaleugnern sehr humorvoll auseinandergesetzt. Sowas würde ich auch gerne in der deutschen Stiftungswelt mal etablieren. Warum freue ich mich so, dass auch viele aus dem Finanzsektor zu sehen? Es gibt eine Studie von Joachim Schellenhuber und anderen, heißt Social Tipping Dynamics, und da, wenn Sie sehen,
vielleicht kann man hier auch die Maus sehen, Financial Markets, Fossil Fuel Divestment ist eine der schnellsten innerhalb eines Jahres verwirklichbaren Möglichkeiten, wirklich für Veränderungen zu sorgen. Änderungen von Normen, sozialen Werten, Bildungssystem und so weiter sind auch notwendig, dauern aber viel länger. Die Erzewerke zum Beispiel, Versorgungswerke, hocken auf Milliarden. Das ist sozusagen das Rentenäquivalent für die Ärzte. Gibt es auch von den Apothekern und so weiter. Da hat bis vor wenigen Jahren keiner nachgefragt, wie ist denn dieses Geld angelegt? Und da gibt es jetzt ein paar und die sind immer noch nicht bereit, das transparent und auskunftsfähig zu machen, aber dazu bohren zu sagen, auch für eine Stiftung, dann denkt man, ja, wir müssen was für den Umweltschutz tun, dann kauft man irgendwie hier recyceltes Papier, aber das ist nicht der große Hebel. Der große Hebel ist natürlich, darüber nachzudenken, wo liegt das Stiftungsvermögen? Ist das in Aktien angelegt? Welche Unternehmen zerstören diese Welt? Welche schützen sie? Bei welcher Bank ist man und. Das sind so Dinge, die oft überraschenderweise überhaupt nicht im Fokus sind, aber darüber werden wir gleich reden. Warum gesunde Erde, gesunde Menschen? Weil die Gesundheitsberufe extrem glaubwürdig sind. Wir erleben gerade einen Verlust an Vertrauen in die Politik, in die Journalisten, in die Medien und so weiter. Aber ganz oben Sanitäter, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Ärzte, alle, die nah dran sind an Patienten, nah dran sind an den sozialen Berufen. Und deswegen versuche ich die mit meiner Idee zu mobilisieren, über mehrere Generationen hinweg mit Detlef Ganten, dem Chef vom World Health Summit, Luisa Neubauer und Silvia Hartmann, sagen als Vertreter der nächsten Generation. Wir müssen Leben schützen, wir wollen neue Krankheiten verhindern, wir kommen selber ins Schwitzen und wir wollen Teil der Lösung werden. Auch wenn Sie eine größere Stiftung haben und eine Kantine, machen Sie sich mal klar, was das für ein Riesenhebel ist. Kopenhagen ist gerade Vorreiter, hat in allen öffentlichen Einrichtungen 80% Bio. Was macht das? Das verändert sofort die Nachfragesituation und dann wird das der neue Standard. Warum nicht in jeder Schule, nicht in jeder Behörde halbwegs gesundes Essen? Die Planetary Health Diet ist keine, die irgendwas verbietet, sondern in Maßen eben dafür sorgt, weniger Zucker, weniger Fleisch, mehr Gemüse. Und hier kommt der große Clou. Das müssen wir nicht tun nur für die gesunde Erde, wir machen das für uns. Wir könnten Millionen Herzinfarkt und Schlaganfall und Übergewicht, auch ein Risiko für Corona, massiv reduzieren, einfach nur durch solche Maßnahmen. Und deswegen dieser Gedanke von Win-Win, von aus diesem, wir müssen zurück in die Steinzeit, wir müssen bei Kerzenlicht in der Höhle sitzen, Bullshit. Wir könnten es viel, viel schöner haben auf dieser Erde. Deswegen brauchen wir Ziele, wo wir hinwollen, wie die Sustainable Development Goals. Deswegen brauchen wir Netzwerke über Ministerien, über Gesundheitswesen, über die Nachhaltigkeitsszene, über die Kulturschaffenden, über die Stiftungen, die Kirchen auch nicht zu vergessen. Und wir brauchen eine moderne Kommunikation über Insta, über Facebook. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie da mal, was ich da gerade angefangen habe. Mein nächstes Buch, Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben, versucht genau diesen Zusammenhang herzustellen. Wir müssen nicht ständig über Verzicht und Verbote reden, sondern darüber, wie schön könnten wir es haben als Menschheit und wo wollen wir eigentlich hin? Das ist die große Frage. Und Endlichkeit, Bescheidenheit heißt auch, eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Und Stiftungen sind ja genau dafür angetreten, in die Zukunft zu schauen. Wie Jane Goddard uns gelehrt hat, sind wir die Einzigen, die das machen. Und deswegen können Sie jetzt hoffentlich mehr damit anfangen, was gesunde Erde, gesunde Menschen tut. Und vor allen Dingen auch, wenn Sie Ideen dazu haben, über diese Diskussion hinaus gerne mit uns in Kontakt treten. Und eine meiner Mitarbeiterinnen hört hier auch zu und wird sich gleich auch in der Diskussion einmal kurz vorstellen. Fernanda Wolf-Metternich, toll, dass du da bist und das vorbereitet hast. Zurück an Felicitas. Super, vielen Dank, lieber Eckhardt. Das war eine Tour de force. An alle, wir werden die Links natürlich weiterschicken und Ihnen in der Follow-up-E-Mail zuschicken. Insofern, wenn Sie nicht alles mit haben schreiben können, das ist bei Eckhardt immer so, ich finde es unfassbar, wie viele unterschiedlichen Links und Literaturen du immer verarbeitest. Aber ich glaube, das war ein großartiger Ausschlag für die Diskussion. Wir haben die ersten Fragen. Sie können aber auch, wenn Sie jetzt gleich zu Panelisten befördert werden, sozusagen im Chat Fragen stellen. Tun Sie das gerne. Wir haben eine knappe halbe Stunde für die Diskussion. Und ich will gleich starten mit einer Frage von Frau Nadja Idler von der Bosch-Stiftung, die ich klasse fand zum Beginn. Frau Idler sagt, Bedrohungsszenarien erzeugen Abwehr. Wie schaffen wir es, trotz akutem Zeitdruck in der Breite mit Freude ins Tun zu kommen? Was du gerade referiert hast, Eckhardt, macht dir nicht unbedingt gute Laune. Wie kriegt man trotzdem den Optimismus und die Freude in
diese Sisyphusarbeit, die vor uns liegt? Diese Frage stelle ich mir fast jeden Tag. Und es ist tatsächlich eine echte Herausforderung, dass man über die Tristesse, die man kriegt, nicht den Humor verliert und nicht den Optimismus. Zum einen ist es okay, sich bedroht zu fühlen, das ist völlig gerechtfertigt. Und ein Teil des Kommunikationsproblems, und viele Stiftungen haben ja auch Wissenschaftsförderung auf ihrer Agenda und die Bosch-Stiftung sowieso. Und die Bosch-Stiftung, wir hatten neulich auch ein tolles Gespräch mit Felicitas und Joachim Rogal, wie die Bosch-Stiftung es sehr, sehr klug anstellt, das Thema eben nicht als extra Ressort zu machen, sondern auch mit den Themen internationale Sicherheit und so weiter zu verbinden und Gesundheitsförderung. Zu Ihrer Frage, gibt es tatsächlich in der Fachwelt zwei verschiedene Meinungen? Deswegen sage ich Ihnen auch, schauen Sie mal in diesem Buch, was der Wissenschaftsjournalist Christopher Schrader bei Klimafakten hinterlegt hat. Es ist tatsächlich nicht so einfach zu sagen, wie viel Apokalypse braucht der Mensch, um wach zu werden und wie viel Hoffnung braucht er, um handlungsfähig zu bleiben. Und genau diese Balance braucht es, wenn ich sage, erst die Diagnose, dann die Therapie. Gibt es zum Beispiel den US-amerikanischen Journalisten, der dieses sehr, sehr klare und brutale Buch The Uninhabitable Earth geschrieben hat, die unbewohnbare Erde, wo er sehr viel angegriffen wurde und gesagt wurde, Mensch, wie kannst du den Menschen so die Hoffnung nehmen? Und dann sagt er, ja, aber er hat dann nochmal eine zweite Version des Artikels mit allen Links und allen Studien herausgegeben und sagte, so ist es. Hört auf, den Leuten zu suggerieren, dass es alles irgendwie nur ein bisschen wärmer wird. Nein, es wird schrecklich. Es wird zu Kriegen kommen. Es wird um Wasser und um Boden und um Lebensraum brutale Kriege geben. Und deswegen, wenn wir nichts tun. Wenn wir nichts tun, genau. Und wenn man genau hinguckt, ist auch der Syrien-Konflikt zum Teil auch erklärlich durch Veränderungen im Klima, im Fehlernte, Brotpreise steigen und. Deswegen finde ich es sehr spannend, dass wir dieses Thema rausholen aus der reinen Umweltecke. Und zum Beispiel das Auswärtige Amt hat jetzt auch eine Arbeitsgruppe zu diesem One Health-Thema, hat zwei Konferenzen gemacht dazu. Und es ist bedrohlich. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wir kriegen die Menschen nur dann mit, wenn wir ihnen eine Idee geben, dass es ein Ziel gibt und dass es ein besseres Leben geben könnte als das, was wir gerade haben. Und deswegen ärgere ich mich auch so, dass alle wieder sozusagen zurück wollen zu einer Zeit vor Corona, statt zu sagen, was hat uns denn dieses Jahr für eine Aufgabe gestellt und was könnten wir daraus lernen nach vorne raus. Und was mich sehr optimistisch stimmt, ist die Dynamik. Also gesunde Erde, gesunde Menschen ist meine zweite Stiftung. Davor habe ich mich mit Humor hilft heilen sehr viel um Humanität in der Humanmedizin gekümmert. Das hat 10 Jahre gebraucht und jetzt haben wir innerhalb von einem Jahr so einen unglaublichen Zuspruch und Kontakte zu Ministerien, zu Ärzteverbänden, zu den Stiftungen. Und das zeigt mir, wie brennend viele Menschen daran interessiert sind, sich zu vernetzen. Und das gibt mir ehrlich Hoffnung. Und ich habe so viele Menschen erlebt, von denen ich es gar nicht erwartet hätte, die gerade auch im Vier-Augen-Kontakt plötzlich sagen, sie haben recht. Das haben wir echt unterschätzt. Und jetzt lassen Sie uns mal überlegen, was können wir gemeinsam tun. Also dieses Thema Selbstwirksamkeit ist zentral für die Seelengesundheit, also das Gefühl, etwas bewirken zu können. Und das muss nicht automatisch mit riesen Geldbeträgen und Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben. Und die eine Challenge, die ich allen hier, die zuhören, gerne stellen will, natürlich gucken Sie, wo ist der Hebel in meiner Stiftung. Aber einer der unterschätzten Hebel ist tatsächlich das persönliche Gespräch. Überlegen Sie mal in Ihrem Bekanntenkreis, im Beirat, im den verschiedenen Zuspendern und. Da gibt es garantiert sehr mächtige Leute, die entweder Geld haben, zum Beispiel für Legacy Landscapes, den Link möchte ich auch noch schicken, zum Beispiel Leute, die Medienzugang haben, die gehört werden, zum Beispiel Menschen, die über Investitionsentscheidungen mit beteiligt sind und. Überlegen Sie als kleine Hausaufgabe, wenn ich mich so weiter vorwagen kann, wer ist der Mensch in Ihrem Umfeld, der am meisten verändern kann? Und sprechen Sie mit dem unter 4 Augen, rufen Sie den an und sagen Sie, Mensch, ich habe eine Hausaufgabe gekriegt von dem Wirtschaft, ich muss das machen. Ich wollte dich mal fragen, wie macht ihr das denn eigentlich? Und dann nicht als Vorwurf, sondern wirklich als Kontakt. Das ist eine prima Antwort vielleicht auch auf die Frage von dir, Gabriel Baunach, zum Thema Eco-Anxiety und Klimadepression. Ich habe jetzt hier Herrn, und was junge Menschen tun können, nämlich einfach andere ansprechen und sagen,
hilf mir mal und sag mir mal, was wir gemeinsam vielleicht noch besser vorantreiben können. Herr Zuberbier, Sie hatten die Hand gehoben und wollten vielleicht anknüpfend an Ihre Frage noch mal etwas präzisieren. Wenn Sie sich einfach unmuten und Ihre Frage kurz stellen, möglichst, wäre das prima. Schon getan. Erstens natürlich ein Riesenlob an Eckart von Hirschhausen, toll zusammengefasst, aber auch ganz klares Lob an die Bosch-Stiftung. Wir müssen positive Möglichkeiten bieten, die man leicht machen kann. Und deswegen, gerade wenn so viele Stiftungen zusammen sind, die Idee, Pflanzen, super, allergikerfreundliche Pflanzen, noch besser. Also lieber Obstbäume statt Birken. Und Herr von Hirschhausen hat es ja gut gesagt. So, wie können wir da das vielleicht als Anlass nehmen, in eine Gemeinsamkeit zu kommen? Es ist nicht trivial, bei der Stadt nachgefragt, die hätten gerne dann 2000 Euro pro Baum als Pflegekostenzuschuss bekommen. Ich darf also nicht einfach vor meiner Tür auf der Straße was pflanzen. Aber es gibt ja bestimmt Lösungen, das auch zu machen, wenn man es gemeinsam anfasst. Ein Beispiel, wo wir was machen können. Danke. Eckart, vielleicht kann ich das gleich verbinden mit einer Frage von Herrn Erhard, der sagt, Silo-Denken ist ein Problem. Wie lösen wir dies auf? Das ist ja genau, geht ja genau in Ihre Richtung, Herr Zuberbier. Ja, danke, Herr Kollege. Ich bin dieses Jahr auch Ehrenmitglied oder 2020 Ehrenmitglied der Charité geworden und so gesehen weiß ich auch, dass dort zum Thema Silo-Denken zum Beispiel Hans-Christian Gunga sitzt, der sich mit Hitze beschäftigt. Dann gibt es die Allergologen, die Pneumologen, Kollege Witte, und dann gibt es die Allianz Klimawandel und Gesundheit, die sich darum kümmert. Also da passiert gerade was Spannendes. Aber mit den Silos, nur mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich spreche mit dem BMZ, mit Minister Müller, die sich um One Health International kümmern. Dann bin ich für die SDGs-Botschafter und auch für die Artenvielfalt. Das ist wiederum Staatssekretär Jochen Flassbart im BMU. Und ausgerechnet das Ministerium, was am ehesten eigentlich dafür zuständig wäre, nämlich das Bundesministerium für Gesundheit, hat erst vor kurzer Zeit überhaupt eine Arbeitsgruppe dafür eingerichtet. Das heißt also, oft braucht es solche Schnittstellenmanager, möchte ich die mal nennen, die überhaupt dafür sorgen, dass das, was im System gewusst wird, miteinander verknüpft. Und das steht in keiner Stellenausschreibung, da gibt es auch nie Geld für, aber das ist eine unglaublich wichtige Aufgabe. Und deswegen, wenn Sie mal überlegen, ich hatte neulich zum Beispiel mit Herrn Barner ein längeres Gespräch, der sitzt beim Evangelischen Kirchenrat, der hat ein eigenes Familienunternehmen als Vorstand, der hat in der Stiftungswelt in ganz, ganz vielen Beiräten Funktionen. Wir müssen sozusagen mit diesen Schlüsselmenschen und mit vielen, die sozusagen ihre Fühler in verschiedensten Bereichen haben, das Silo-Denken aufknacken. Und deswegen auch da nochmal die Frage, wer ist das, wen kennen Sie, mit wem lohnt sich ein Gespräch? Und natürlich, wo wir hier ein bisschen unter uns sind, mit wem auch nicht. Also das ist immer zeitintensiv und wenn man weiß, nee, da brauchst du gar nicht klopfen, auch das ist ein wichtiger Hinweis. Deswegen braucht es diese Netzwerkveranstaltungen und Leute, die schnell auch informell reagieren können und deswegen auch im Chat gerne meine direkte E-Mail und die von Fernanda. Genauso verstehen wir uns als agile Vernetzer zwischen den Silos. Das knüpft so ein bisschen an die nächste Frage an von Herrn Becker, nämlich ob die SDGs oder die Global Goals auch ein Rahmenwerk sein könnten für diese Aktivitäten. Wie siehst du das Thema Gesundheit und die anderen Querthemen in Bezug auf die SDGs? Die SDGs sind super wichtig, aber wenn ich jetzt mal fragen würde, wer kennt mehr als 16 von den 17, dann wüsste ich selber, dass ich auch nicht alle zusammenkriege. Mein Wunsch ist immer, macht das nicht so kompliziert. Deswegen mag ich die Idee von One Health, Tierwelt, Natur und Menschen, das ist schon komplex genug. Und an den Schnittstellen gibt es dann diese ganzen Themen mit Antibiotikaresistenz und mit Massentierhaltung und all dem, was damit einhergeht und Artenschwund durch Abholzung von Regenwäldern für Fleischproduktion in Deutschland und so. Das ist alles schon komplex genug. Deswegen ist die wichtigste Funktion von den SDGs und auch von, es gibt auch für die Biodiversität sehr konkrete Vorstellungen, zum Beispiel ein Drittel der Landmasse und ein Drittel der Wasserflächen komplett unter sozusagen Naturschutz zu stellen. Wir brauchen diese Ziele, damit wir wissen, wie langsam wir sind im Umsetzen, aber es braucht ein Wozu, ein Wohin.
Ich hatte neulich ein spannendes Gespräch mit Dirk Rossmann, mit dem Gründer auch der Stiftung Weltgesundheit, nicht Weltgesundheit, Weltbevölkerung. Und auch da haben wir sind ja paralysiert von diesen ganzen Exponentialfunktionen. Wer das kennt, googeln Sie mal Great Acceleration. Da sieht man dann so ein Dashboard mit 24 Funktionen, die alle irgendwie explodieren. Und da kann man eigentlich nur verzweifeln. Und bei der Weltbevölkerung ist das Spannende, wenn wir es schaffen, sehr schnell viel Bildungschancen für Frauen in Afrika zu ermöglichen. Wird das passieren, was bei uns auch passiert ist, dann werden nämlich Frauen selber entscheiden, wie viele Kinder sie wollen. Sie werden sich für Bildung interessieren, sie werden sich für andere Berufe interessieren, außer 7 Kinder, von denen viele sterben und, und. Das heißt also, wir könnten zum Ende des Jahrhunderts den Peak längst hinter uns haben und dann in eine nachhaltige Welt kommen. Und das, als ich das kapiert habe, das war für mich auch so ein Aha, weil man immer denkt, Exponentialwachstum heißt immer weiter und wir schaffen das eh nicht. Und zu überlegen, gibt es eine Bremse? Gibt es ein Abflachen? Ist es möglich, Dinge über einen sehr ungewöhnlichen Hebel zu verändern? Und deswegen ist zum Beispiel Bildung für Frauen, insbesondere in den Ländern, wo sehr viele Kinder noch geboren werden, eine der besten Dinge, die man für Klimaschutz machen kann. Und wenn Sie sagen, in meiner Satzung steht aber nichts von Klimaschutz, es steht aber was von Chancengerechtigkeit oder von internationaler Zusammenarbeit, zack, haben Sie da ein Thema, wo Sie super sich für dieses Thema einsetzen können, ohne Ihre Satzung ändern zu müssen. Eckert, ich habe ja noch eine Frage von Herrn Eiselzahl, die spannend ist, nämlich, und vielleicht, weil wir ja unter uns sind, kannst du da auch mal ganz offen und ehrlich berichten. Was ist denn dein Eindruck, sind sich Politik und Medizin überhaupt der gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels überhaupt schon bewusst? Also inwieweit ist das denn da schon angekommen an den Stellen, an denen es gehört werden müsste? Wir können diesen Teil jetzt gerade mal unter die berühmten Chatham House Rules stellen. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir sicherstellen wollen, dass Herr von Hirschhausen auch in Zukunft noch Termine in Berlin kriegt. Ich stehe zu allem, was ich sage, aber es ist noch überhaupt nicht wirklich im Bewusstsein angekommen. Ich habe mit Health for Future und Gesunde Erde, gesunde Menschen und der Allianz Klimawandel und Gesundheit zum Beispiel den Streik vor der Charité organisiert, 2019. Und das war ein Riesenerlebnis, weil die Bereitschaft ist schon bei vielen da, aber die sehen oft noch nicht, was das auch mit ihrem Fach zu tun hat. Nur ein kleines Beispiel. Es gibt die Helmholtz-Gesellschaft, die hat auch eine Klimaallianz. Da sind Millionen Steuergelder in der Wissenschaftsförderung. Da gibt es zum Beispiel auch ein Institut, was sich ausschließlich mit dem Gehirn beschäftigt, das DZNE. Als ich die für mein Buch angefragt habe, wie viele Arbeitsgruppen von den, weiß nicht, 300, 400 Mitarbeitern beschäftigen sich denn mit dem Thema Hitze und Hirn, haben die gesagt, wir fragen mal nach, und nach 3 Wochen mussten sie zugeben, kein einziger. Das ist sozusagen die Realität heute. Das heißt, jeder von uns weiß, ab 35 Grad wird man sehr langsam in der Birne und ab 40 Grad denkt man nur noch Schatten, Dusche, Keller. Ja? Und da ist dieser ganze Produktionsverlust und auch die neurologische Verschlechterung, wir machen mehr Fehler, es gibt mehr Suizide, es gibt mehr Autounfälle und. Das ist alles total offensichtlich und keiner interessiert sich dafür. Ich sage nicht keiner, aber auch wenn man sich anguckt, wie BMBF, also Forschungsmittelgelder, ausgegeben werden, die haben, glaube ich, ein Jahresetat von, 17 Milliarden. Und davon gehen jetzt in diese Nachhaltigkeitsforschung ein paar Millionen. Das heißt, auch da ist die Relation überhaupt nicht gegeben. Wenn wir sagen, das ist das drängendste Problem, was wir haben, dann müssen wir doch bitte auch die meisten Ressourcen in dieses Thema packen. Und ich bin selber Mitglied der Studienstiftung, ich wurde da gefördert, ich mache jetzt gerade mit der Studienstiftung intern einen Prozess, wo wir gucken, wie kriegen wir wirklich auch mal, soll nicht arrogant kriegen, aber wie kriegen wir die klügsten Menschen, die kühnsten Vorreiter alle auf dieses Thema? Wenn Menschen sagen, ich gehöre zu den smartesten in diesem Land, dann sollen die mir erstmal erklären, mit welchem Recht sie sich mit anderen Themen beschäftigen. Die Mediavistik wird uns nicht retten. Und nichts gegen die Geisteswissenschaften, aber wir haben gerade echte Probleme. Und die werden auch nicht auf dem molekularbiologischen
Level sortiert. Deswegen bewundere ich Detlef Ganten so, der für mich lange Zeit sozusagen mit einer der wichtigsten Hochdruckforscher, der sagte immer, wir müssen mehr Molekularbiologie machen. Und heute sagt er, nee, die große Bedrohung ist nicht auf der Rezeptorebene und mit Medikamenten zu sehen, sondern Global Health. Und das sind sozusagen Menschen, die auch durch ihre Geschichte andere überzeugen und deswegen auch da sozusagen querdenken und vor allen Dingen auch generationenübergreifend denken. Das sehe ich in den Kirchen und auch in den Stiftungen als einen Riesenpfund, dass man verschiedene Altersgruppen anspricht. Und das ist auch das Kritische mit Extinction und Ende Gelände und Fridays. Wenn der jugendliche Protest, der völlig gerechtfertigt ist, zu vehement wird, sorgt es nicht dafür, dass alle sagen, stimmt, ihr habt recht, lasst uns mal gemeinsam Lösungen finden, sondern es spaltet die Gesellschaft. Und das machen sich fatalerweise Rechtspopulisten extrem zunutze. Die AfD landet gerade mit diesem Thema wie Kohleausstieg in der Lausitz Riesenpunkte oder mit Umbau der Landwirtschaft. Ich habe gesehen, jemand ist von der Suko-Stiftung da. Ich habe für den Stern ein großes Porträt über Michael Suko geschrieben. Und der hat mir auch gesagt, dadurch, dass wir diese industrielle Landwirtschaft in weiten Teilen der neuen Bundesländer haben, die viel weniger Leute beschäftigt, weil sie große Maschinen, große Flächen hat, haben plötzlich lauter Leute erzogenermaßen nichts zu tun, werden arbeitslos und wählen AfD. Das sind alles Querverbindungen, wo erstmal keiner mit Landwirtschaftspolitik auch Demokratiegefährdung sieht. Und Felicitas, du bist auch bei der Schöpflin-Stiftung dabei. Die haben das Riesenthema Demokratie. Und auch da gibt es einen ganz, ganz direkten Link, wenn man sich solche Sachen anschaut. Also wirklich Aufruf zum Querdenken, wobei das Wort Querdenken inzwischen auch verböhnt ist. Genau. muss man wieder richtig rücken. Aber gerade dieses Kommunikationsthema ist ja auch eins, was Stiftungen bisher noch zu wenig fördern. Ich machte auch mal einen sehr, sehr direkten Pitch, wo Stiftungen, wenn sie sich jetzt überlegen, was können sie noch tun, so eine Kommunikation ist einfach unendlich wichtig. Und zwar einfach und direkt und für den Menschen auf der Straße verstehbar. Da knüpft übrigens auch eine Frage der Suko-Stiftung an. Ich weiß nicht, Herr oder Frau Peters, ich kann das nicht ganz genau sehen, zum Waldschutz. Wollen Sie sich einfach mal unmuten und die Frage stellen? Ja. Herr Peters, genau. Genau, Herr Peters, Jan Peters, ich bin der Geschäftsführer der Michael-Suko-Stiftung und wir beschäftigen uns ja neben dem, was Herr Hirschhausen gesagt hat, zur Landnutzung auch sehr viel mit Moorschutz, Moorwiedervernässung, und da kommt eben sehr häufig der Einwand von Anwohnern, naja, jetzt gerade in Zeiten des Klimawandels haben wir ein Problem damit, dass dann, wenn wir Moore vernässen, dass dann auch die Mücken zurückkommen, dass damit dann eventuell auch tropische Krankheiten wie Malaria, wie Dengue, Fieber dann auch irgendwann bei uns zurückkommen. Und da aber auf der anderen Seite Moore natürlich eigentlich die größten Klimaschützer überhaupt sind, die wir haben, ist das natürlich so ein Argument, wo wir immer mit zu kämpfen haben. Wir sind auch eben Naturwissenschaftler, haben jetzt so medizinischen Hintergrund nicht so sehr. Vielleicht gibt es da von Ihnen oder von jemandem anders aus der Runde Informationen, wie es mit diesen tropischen Krankheiten bei uns aussieht in Zukunft, ob es da Prognosen gibt oder, ja. Ich kann Ihnen dazu gerne Fachleute vermitteln, die sich extrem damit beschäftigen. Das ist zum Beispiel das Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg, auch nicht so weit von Ihnen, von Greifswald. Dann gibt es die Sabine Gabrisch, die ist die erste Professorin für Klimawandel und Gesundheit an Charité und PIC. Ich habe mit Michael genau über diese Frage auch gesprochen und wo er mir wirklich mit Tränen in den Augen erzählte, wie das Moor vor ihren Augen dort eingetrocknet, nur weil so ein Vollhonk seine Pferdewiese daneben irgendwie gefährdet sah in seinem Wert, und dann hat er auch nach verunken Gericht Recht bekommen. Das ist ein Fall, der zeigt, dass wir zwar auf europäischer Ebene Moorschutz irgendwie ganz oben haben, aber lokal werden völlig irrationale Entscheidungen getroffen. Und sowas gehört A in die Medien, dazu habe ich versucht, meinen Beitrag zu leisten, aber sowas gehört auch natürlich in den größeren Kontext. Und dass Moore so eine entscheidende Funktion haben, das war mir auch bis zu dem Besuch bei Ihnen da nicht bewusst. Und seitdem denke ich auch darüber nach, und auch das wäre was für wahrscheinlich viele Player. Könnte man nicht, ich fahre ja viel Bahn
Und mit der Bahn hat man den großen Vorteil, dass man an Flächen vorbeikommt, mit denen man am Auto meistens gar nicht vorbeikommt. Das heißt, ich würde gerne so eine Durchsage in der Bahn mal machen, wenn man an entscheidenden Moorflächen vorbeikommt. Also, thank you for traveling haben wir alle im Ohr, aber einfach den Leuten mal zu zeigen, dass wenn man Bahn fährt und dadurch weniger fossile Energie verbraucht und weniger Abgase macht, dass man sozusagen eingebunden ist in eine Welt, die wir erhalten wollen und man beim Bahnfahren auch an 2-3 Stellen was über seine Heimat lernt. Also das wäre eine Idee, oder das kann man auch als Podcast machen, müssen ja nicht alle hören, dann hört man mal auf der Strecke. In Niedersachsen gibt es noch ein paar Moore, bei Ihnen da oben im Norden. Und ich glaube, dass Malaria so schnell nicht nach MV kommt. Aber ich frage nochmal nach, nicht, dass ich Unsinn erzähle. Das wäre mir schade. Das würde die Menschen wieder auf die Bahn bringen, wenn du Durchsagen machst über ein kleiner Moor-Fremdenführer auf verschiedenen Bahnstrecken gerade. Ja, das war mir überhaupt nicht bewusst. Die Moore binden ein Vielfaches von dem, was ein Wald bindet. Und ganz viele Unternehmen und auch viele Stiftungen sind jetzt irgendwie auf den Trichter gekommen, ja, wir spenden hier 100 Bäume hier und dort. Und viel wichtiger wäre es, statt neue Bäume zu pflanzen, erstens die da sind, besser zu schützen. Ja. Felicia, du kennst dich auch aus mit der Tierwelt im Wald. Es gibt inzwischen Wälder, wo gar kein Tier mehr drin wohnt, die Empty Forests. Das gehört zusammen und eben noch wichtiger sind Moore zu erhalten. Und wir haben in Deutschland, ich glaube, 97% der Moore schon vertrocknen lassen. Und die paar, die wir noch haben, die müssen wir Wasser drüber erhalten. Und Michael Otto zum Beispiel mit seiner Stiftung unterstützt da auch. Aber auch sowas ins Bewusstsein zu bringen. Ich habe auch schon gedacht, ob man Sebastian Fitzek mal fragt als Chemieautor, ob der da nicht Sponsor für die Suko-Stiftung wird. Irgendwo müssen die Leichen ja bleiben. Also man kann auch mal überlegen, welche ungewöhnlichen Konstellationen bringen das Thema in die Mitte der Gesellschaft? Mit Fußballern, mit Schauspielern, mit Krimiautoren, mit lauter Leuten, die erstmal gar nichts mit der Klimaszene zu tun haben. Und da hören die Leute hin. Also auch das wäre ein Vorschlag, den wir gerne weiter verfolgen können. Was verbindet Moore, Schottland und Indien? Hat mir mein Kollege Johannes Lundershausen beigebracht, der dieses Webinar ja auch organisiert hat. Die Moore in Schottland können alle Emissionen in Indien eines Jahres kompensieren. Ach, und wir alle wissen, wie groß Indien ist. Ja. Wow. Also das nur, um die Dimension zu verdeutlichen. Ich habe noch 2 Fragen, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen, die ich aber auch total wichtig finde. Und Sie können gerne, wenn Sie schnell sind, noch eine letzte Frage in den Chat posten. Und zwar zu der Frage Unternehmen. Kommt von Herrn Aulmann von der Elaubau-Stiftung im Allgäu. Wie kann man Unternehmen in diesen Transformationsprozess mit einbinden? Was ist die Rolle von Unternehmen, vielleicht auch gerade in deinem Thema, Eckart? Ganz zentrale, weil oft wird da so ein Gegensatz aufgebaut, Ökologie gegen Ökonomie. Und das führt ja zu nichts Gutem. Es gibt inzwischen viele Unternehmer, die das längst kapiert haben. Ich hatte neulich eine spannende Diskussion mit Herrn May. Man denke an Ali Ritter, der einer der ersten war, der sagte, das Schokoladengeschäft soll nachhaltig werden, sowohl im Einkauf, in der Produktion von Kakao, als auch mit Solarenergie und. Da gibt es ein paar wirkliche Vorreiter. Sehr empfehlen kann ich German Watch in Bonn. Die haben diese Runde von den F20 gegründet, in Ergänzung zu den G20-Gipfeln, eben zu sagen, welche Unternehmen sind da dabei. Ich weiß, dass Dietmar Hopp total engagiert ist. Der hat die Klima-Arena mitfinanziert, die in Waldorf dort für Schulklassen das super aufgearbeitet hat, weil es gab die Frage von Karin Neugebauer, gibt es Klimaprogramme für Kinder? Ja, gibt es. Es gibt erstens tolle Bücher, aber es gibt auch tolle Ausstellungen, die kindgerecht das machen. Da empfehle ich Ihnen sehr, diese Klima-Arena zwischen Heidelberg und Mannheim ist die. Sinsheim. In Sinsheim, genau. Ja. Ah, da schreibt es auch jemand. Katrin Tönshoff, ja. wer alles dabei ist, ich staune. Man lernt sich ja doch wieder, man sieht sich immer zweimal, zumindest bei Zoom. Also die Unternehmer brauchen sozusagen auch Rechtssicherheit. Deswegen ist eine der wichtigsten Dinge, und der andere in unserem Bunde von Felicia ist mein Bruder Christian. Der arbeitet für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, ist Kollege von Claudia Kempfert. Wir brauchen dringend bitte einen hohen CO2-Preis.
den haben wir jetzt gerade eingeführt. Der ist Pipifax mit 25 Euro, der hat praktisch keine Wirkung. Viel wichtiger wäre ein hoher CO2-Preis, damit die Unternehmen eben auch finanziell Sicherheit haben für Investitionen. Es würde sich sofort lohnen, mit einem hohen CO2-Preis seine Stromversorgung umzustellen, zu schauen, wie man Prozesse energieeffizienter macht und, und. Aber solange praktisch alle Unternehmen in Deutschland keinen Strom bezahlen, keine fairen Preise, ist das ein total verzerrter Wettbewerb. Und so ist das in ganz vielen Bereichen. Bei der Frage, warum ist Bio immer so teuer, das ist die falsche Frage. Die andere Frage ist, warum ist Billigfleisch so billig? Also diese Folgekosten, auch die medizinischen Folgekosten einzupreisen, würde zu einem völlig anderen Konsumverhalten führen. Und dafür müssten sich auch Unternehmen stark machen, wenn sie zukunftsorientiert denken. Und nochmal, wenn alle überlegen, bin ich First Mover oder mache ich das später? Jetzt könnte man noch tatsächlich Vorreiter sein. Wenn es erstmal die Gesetze dazu gibt, dann ist es ja, jetzt machen sie es, weil sie es müssen. Aber zu sagen, nee, wir machen das erstmal freiwillig oder wir preisen zum Beispiel CO2-Preis mit ein und packen das schon mal zur Seite, bis der kommt, der wird kommen. Es werden auch Pflichten kommen zu Solarpanels auf Bürogebäuden und. Ein anderer gemeinsamer Freund, Michael Schneider und Jups von Hühne, die haben Econext, da kann man sich auch finanziell beteiligen und ist dann genau an solchen Entwicklungen auch von Anfang an unternehmerisch dabei. Also es muss nicht um Gutmenschentum gehen, es muss ökonomisch attraktiv sein und das ist es auch in vielen Bereichen. Eckhard, ich habe noch eine letzte Frage von Gabriel Baunach. Ich würde gerne, dass du die selbst stellst, aber vorher noch zum CO2-Preis, was ich so spannend finde. Die schwedische Wirtschaft, die ja nicht unbedingt am Boden liegt, agiert mit einem CO2-Preis von 120 Euro und die haben es auch geschafft. Also es gibt wirklich Möglichkeiten. Die Schweizer ja auch, ja. Da auch realistisch sein. Gabriel, du hast eine schöne Abschlussfrage. Ja, Herr Dr. von Hirschhausen, als Abschlussfrage vielleicht, was haben Sie denn dann damals, als Sie Frau Jane Goodall getroffen haben, auf Ihre Frage geantwortet oder was würden Sie heute antworten? Warum, also wenn wir so schlau sind, warum zerstören wir unser Zuhause? Karl Valentin sagte, der Mensch ist gut, nur die Leute sind schlecht. Und tatsächlich ist es so, dass wir noch nicht begriffen haben, dass wir im Anthropozän sind. Also dieses Anthropozän ist die Beschreibung für eine erdgeschichtliche Zeit, in der die Menschen die größte Bedrohung, die größte verändernde Kraft sind. Und Jane hat damals gesagt, worauf sie selber Hoffnung setzt. Sie sagte erstens auf die Jugend, da rechne ich sie jetzt auch mal zu, im Verhältnis zu mir. Zweitens auf unsere Anpassungsfähigkeit, auf unsere Resilienz, auf die menschliche Erfinder, Neugier und Erfindervielfalt, die wir haben. Und eben auch auf ein anderes Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Auf Englisch heißt es sehr schön, Climate Change is a man-made problem with a feminist solution. Und tatsächlich ist sehr viel von diesem Wachstumsgedanken, von diesem Competition gegen Kooperation. Wir müssen die Ersten, die Schnellsten, die Geilsten sein. Wir müssen das fetteste Auto haben und die neuesten Turnschuhe und. Das ist zerstörerisch. Und das ist aber ganz tief in unserer Kultur, aber vor allen Dingen auch in der männlichen Kultur sozusagen engraved. Und ich glaube, dass deswegen wir nicht zufällig so viele kluge, weise und herzensgebildete Frauen in der Klimabewegung haben. Und von denen brauchen wir noch viel mehr. Und das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das ist auch ein Teil der Hoffnung und ein Teil der Transformation, die wir gerade erleben. Und können Sie damit was anfangen? Ja, vielen Dank. Das eröffnet viele Themen für weitere Webinare und Unterhaltungen. Fürs Erste ist die Stunde jetzt aber schon verflogen und von unserer Seite, von Active Philanthropies Seite schon mal einen riesengroßen Dank. Das Großartige ist, du stehst gerade erst am Anfang. Das Buch kommt wann raus? Im Mai? Kommt im Mai zur Leipziger Buchmesse. Ja. Genau. Und du wirst ja das Buch auch nur zum Aufschlag nehmen, um diese Initiativen weiterzutragen. Und auch Gesunde Erde, gesunde Menschen kooperiert gerne mit anderen Stiftungen.
Ihr habt mehr Ideen, als ihr umsetzen könnt. Das kann ich auch mal dazu sagen. Und wer heute zugehört hat, weiß, es gibt noch sehr, sehr viele andere Themen, die ihr gemeinsam stemmen könntet. Also auch da seid ihr, glaube ich, sehr offen für Kooperationen. Aber von unserer Seite, ich glaube, du willst Fernanda gerade... Ich muss einmal noch Fernanda vorstellen, weil die mit Maske hier, Fernanda Wolf-Metternich ist die Mitarbeiterin im Bonner Büro. Wir haben Mitarbeiter im Berliner Büro. Wir wachsen gerade, weil die Bill Gates Stiftung sich für unsere Arbeit interessiert und wir uns da auch vernetzen. Und deswegen wollte ich einmal Hallo sagen und danke für alle, die im Hintergrund auch diese Arbeit ermöglichen, wo ich gerne auch Zugpferd bin, aber auf der Arbeitsebene auch das Angebot, sich ganz, ganz stark zu vernetzen mit allen. Und, wir bleiben dran und ich übergebe jetzt einfach für einen finalen Dank nochmal an Herrn Steinsdorfer. Und es gibt nämlich noch eine weitere Session in dieser Serie. Und ansonsten bleiben Sie dran bei Gesunde Erde, gesunde Menschen oder bei Active. Wir werden gemeinsam diese Themen auch weiter bearbeiten. Aber jetzt erstmal zu Herrn Steinsdorfer. Ja, ein ganz großes Dankeschön an Eckhard von Hirschhausen, aber auch an Sie, Felicitas von Peter und alle viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die so geduldig zugehört haben. Ich hatte eingangs den Wunsch geäußert, es möge eine impulsgebende Veranstaltung werden. Ich habe nie daran gezweifelt, dass es das nicht sein könnte. Aber es war schon ein Feuerwerk an Impulsen, die hier gekommen sind, die zum Teil auch drastisch waren, aber auch betroffen gemacht haben. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, um darüber nachzudenken, zu reflektieren, was Klimaschutz für unsere Aktivitäten bedeutet. Es freut mich, dass der Klimaschutz inzwischen auch durch das Jahressteuergesetz 2020 in den Katalog der gemeinnützigen Zwecke aufgenommen wurde. Wir müssen Klimaschutz als Querschnittsaufgabe denken und auch in unser Handeln überführen. Damit möchte ich es für heute bewenden lassen mit dem kurzen Hinweis noch auf den nächsten Workshop, den wir zusammen mit Felicitas von Peter und Active Philanthropy durchführen. Das ist am 17. Februar, ebenfalls von 15 bis 16 Uhr, unter dem Thema Klima und Naturschutz. Und damit sage ich nochmal ganz herzlichen Dank an die Panelisten, aber auch an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wir sehen uns mit Sicherheit oder hoffentlich bei unserer nächsten Veranstaltung wieder. Damit möchte ich schließen. Vielen Dank.